Ich habe das nicht mehr.
da, was wir dort ausgemacht haben. Es geht. Zieh mal runter. Dieses Gehörnsding, das ist jetzt weg. Ja.
Ja.
eine kleine Information. Ich war eben im Atelier von Wolfi und Wolfgang Spendner. Das Atelier ist normalerweise ein Schlachthaus oder eine Wurstige. Und da habe ich einen etwas genervten Spendner getroffen. Es sind weit über 200, und auch 250 Objekte, die er zu fotografieren hat. Also die Auswahl ist möglich. Es wird wahrscheinlich eines der besten, spannendsten Drechselbücher werden, die da drüben entstanden sind. Natürlich mit Arbeiten von euch. Aber es ist unser Buch, in jeder Beziehung unser Buch, auf das wir dann sehr stolz sein können. Und die junge Dame, die mich hier gnadenlos ablichtet, das ist Jessica Büttel. Jessica Büttel ist eine Filmerin, die, wie sie mir vorhin sagte, einfach fasziniert ist von uns. Nicht nur von der Drechselnei, sondern von uns, von den Männern und Frauen hier. Ja, und zwar weil ihr alle so begeistert seid und so nett zueinander, so freundlich. Stimmt's? Ja, ich bin hier der Pausenclown. Aber der Holger, der braucht nicht mehr viel. Er spannt gerade neue Ex-Minster. Gute Frage. Von Pobacken? Aber die stellt man auch, genau. Zwischen die Backen. Zwischen die Backen nehmen, ja, zwischen die Pobacken. So, Holger. Jetzt bist du in der Reihe. So, hallo. Mein Name ist Holger Graf. Ich habe die Ehrwürde, den Abschluss der zumindest praktischen Vorführungen, die das Drechsler Magazin mit organisiert hat, hier zu machen heute. Und ich habe das Thema ausgesucht, die Hakendreherei bzw. Ausdrehwerkzeuge im Allgemeinen. Und dazu nicht nur die Haken, sondern auch verschiedene andere Werkzeuge, die es so, oder Werkzeugarten, die es so auf dem Markt gibt, zu besprechen. Ganz kurz zu mir. Wie gesagt, ich bin Herausgeber und Redakteur des Drechsler Magazins seit 2007. War vorab, beziehungsweise fang ganz vorne an, nach der Schulzeit eine Schreinerlehre, technische Holzfachschule besucht, dann die Schreinerlehre oder Tischlerlehre, wie man es im Norden sagt. Dann habe ich verschiedene Jahre als Schreiner gearbeitet, oder mehrere Jahre als Schreiner gearbeitet, habe aber schon in der Ausbildung zum Schreiner die ersten Erfahrungen mit der Drechslerei gemacht. Ich hatte einen sehr guten Berufsschullehrer, kurz vor der Pensionierung, der hatte in einer Schreinerei, Drechslerei gelernt und daher sehr viel Erfahrung in der Drechslerei. In unserer Berufsschule stand eine Drehbank ganz hinter verräumt in dem Maschinenraum und drei, vier Schüler oder Schulkameraden mit mir haben dann die Maschine mal freigelegt und ihn gebeten, uns die ersten Kniffe dort zu zeigen. Und das hat mich dann so fasziniert, ihr werdet es ja alle kennen, dass es mich nicht mehr losgelassen hat. Und haben mir aus den ersten Lehrlingsgehalten dann gleich auch schon eine Drehbank gekauft. Und nach vier oder fünf Jahren allerdings festgestellt, dass ich irgendwo nicht mehr weiterkomme mit dem, was ich mir selber beigebracht habe. Das war damals noch nicht so mit dem Internet vernetzt. Es gab kein Forum, wo man sich austauschen konnte, sondern man musste mehr oder weniger auf sich selbst gestellt hier etwas zusammenschustern. Und bin dann in den Schwarzwald nochmal, um eine Lehre zu machen, eine Drechslerlehre. Habe dort einen recht guten Handwerksbetrieb gefunden, der mich dann wirklich drei Jahre an der Drehbank, an der Handdrehbank arbeiten ließ. Und habe anschließend meinen Meister gemacht im Drechslerhandwerk und bin dann relativ schnell in die Selbstständigkeit. Das war 1999. Habe dann verschiedene Arbeiten gemacht, unter anderem Gefäßobjekte, die ich in Galerien oder auf der Handwerks,
Messe München, auf der Tendenz Ambiente in Frankfurt, in Hannover, aus dem Künstlerhand verkauft oder größtenteils versucht habe zu verkaufen. Und wie gesagt, seit 2007 mache ich das Wechselmagazin. Zu meiner privaten oder persönlichen Seite. Ich komme aus der Nähe von der Schweizer Grenze, direkt zwischen Schaffhausen und Singen. Hegau, Vulkanlandschaft. Anmerkung, ich versuche einigermaßen so zu sprechen, was die meisten nicht verstehen werden. Wenn ich mal richtig anfange schwätze, dann verstopfe ich doch was Sorge. Also, wenn ich einen kleinen Satzbaufehler habe, dann hoffe ich, dass ihr mir das verzeiht. Es fällt manchmal schwer, hier umzuschalten in die hochdeutsche Sprache. Soweit es mir zumindest möglich ist, werde ich es versuchen. So, Haken. Drehwerkzeuge oder Ausdrehwerkzeuge, da muss man eigentlich nur eins begreifen und das ist das Schneiden. Wenn man mit der Röhre sauber schneiden kann, dann kann man auch verschiedene Ausdrehwerkzeuge einsetzen oder einschätzen, bevor man sie kauft. Manchmal werde ich ja immer wieder gefragt, welches Werkzeug denn Sinn macht für welche Arbeit. Das kommt immer ganz darauf an, wie ich damit umgehe, wie ich mit der Technik vertraut bin und was ich drehen möchte. Ja, es gibt ja hier verschiedene Holzarten, ganz klar. Es gibt weichere Hölzer, es gibt harte Hölzer und so muss ich natürlich auch das Werkzeug entsprechend aussuchen. Es gibt kein Allgemeinwerkzeug, auch wenn es manche wirklich jetzt gerne hören möchten. Es ist nicht möglich, mit einem Werkzeug grundlegend alles zu machen.